Komm, Freddy, come on, steh auf, bitte. Du hast jetzt schon länger keinen Sex mehr. Nicht schlimm. Siehst du die Frau da an der Bar? Geh einfach. Los, geh einfach zu ihr hin. Geh zu ihr. Los. Dann setzt du dich zu ihr, schaust ihr tief in die Augen und fragst: Vögeln? Conny, Hilfe! ...14 Jahre Lust pur, Beate Use TV, Kabel Deutschland, das ganze Format auch in Hardcore, auch auf Sky, auch auf Blue Movie zu sehen. Dann Filme mit Kelly Trump, mit Gina Wild, mit Dolly Buster, mit Jenna James, mit Ron Jeremy, mit Rocco Siffredi, mit allen eigentlich. Seit 20 Jahren im Geschäft. Hm? Noch Fragen? Du guckst mich an. Ja klar, gucke ich dich an. Ich bin gerade total fasziniert. Aber du kennst mich, ne? Suggeriert wird, dass man in der Pornoindustrie schon mit Kriminalität, Drogen zu tun hat. Hast du Erfahrung gemacht? Ich mach das nicht, nee. Ich habe da auch zu viel Respekt vor, ne? Du kannst nicht Fernsehformate machen, wenn du dauernd breit bist oder so. Das geht nicht. Das weiß jeder, der damit zu tun hat. Nee, ich habe noch nie ein Porno gedreht. Ich habe da so einen Freund. Ja. Und dieser Freund hat sich gestern Abend gefragt, wenn man jetzt eine Szene dreht, wie verhindert man denn beispielsweise, um erstmal voll ins Thema zu gehen, dass man zu früh kommt und dann ist der Dreh gelaufen? Gibt es ein paar Tricks, Tipps für meinen Freund, nicht für mich? Das ist eine Trainingssache wirklich auch, ne? Hallo. Vorzeitige Ejakulation. Jetzt kommen die ganzen Rentner hier. Man muss das irgendwie reinkriegen, sonst sieht es schlecht aus, ne? Das ist für viele, glaube ich, ein ernstes Problem. Viagra beispielsweise ist ja ein Thema. Brauchst du das? Nein. Ich habe das bei Live-Dingern erlebt, dass die Leute sich da wirklich was reingeballert haben und es trotzdem nicht ging. Ne? Also muss schon irgendwie ein bisschen verrückt sein oder das darf dir einfach nichts ausmachen, weil es geht immer um Entspannung hier unten. Ne? Das hat ja nun wirklich jeder gesehen, damals diese Gina Wild-Reihe. Jetzt wird's schmutzig, 1, 2, 3, 4, 5, weiß nicht, glaube ich auch im Gina Wild-Film, wo das zum ersten Mal, wo du Dachs dann hieß, mit, also wieder das Tier Dachs, nicht mit X. Ich weiß nicht, ob das erste Mal war. Also auf Wikipedia steht's, ja? Das ist meine Quelle. Eigentlich heiße ich Cornelia Dachs, also Daumen Conny. Meine Ideen fließen sowieso immer ein, aber das war von Anfang an so. War mir von Anfang an aber nicht so bewusst. Ja. Ja, aber ich habe immer so eine gewisse Note und hatte auch immer meine Grenzen. Ne? Was ist eine Grenze für dich? Und ich habe das erlebt von Kolleginnen und Kollegen, die sich eben nicht getraut haben, wo ich ganz genau weiß, dass die auch bestimmte Sachen nicht so gerne gemacht haben oder dass denen das widerstrebt hat oder so moralisch auch teilweise. Ne? Also wenn man richtige Amateure sehen will, Straßenflirt folgen, die alten Dinger. Heißer Tipp. Das waren übrigens noch richtig Amateure, ne? Also jetzt sind ja Mandy, Jenny, Sandy so die Abteilung, ne? Alle das gleiche Tattoo und Tricolor in der Haare und so. Und aber beim Straßenflirt, die da angedackelt kamen, ne? Das war ja noch vor diesem ganzen Webwahnsinn und Amateurzeug und so, ne? Die hatten wirklich richtig Bock, ne? Die sahen zwar relativ unspektakulär aus und kam mit ihren Straßenklamotten daher und so. Aber die waren alle schweinegeil, ne? Oder größtenteils. Wollten einfach mal vor der Kamera vögeln, ne? Die hast du oft auch nie wieder gesehen, ne? Okay, Freddy, neuer Plan. Du rufst jetzt bei einem Langen an und sagst ihm: Jo, Langer, wir machen jetzt nicht mehr Freddy fragt, sondern Freddy fickt. Keine Antwort abwarten, einfach auflegen. Du kannst nicht Fernsehformate machen, wenn du dauernd breit bist oder so. Das geht nicht.
Und ich glaube, einen hoch kriegst du auch nicht mehr, wenn du richtig voll bist. Ja, jeder von uns braucht Anmachsprüche, aber die muss man natürlich verhüllen und muss man tarnen und so, ne? Man muss das mehr so auf Charming machen und sowas, da, Frauenversteher-mäßig. Ist doch klar, Freddy. Jeder kriegt mal eine ganz nette Nummer hin oder sowas, ne? Aber es geht um Konstanz und es geht um wirklich auch eine Regelmäßigkeit. All the boobies you have seen, you fucked all the